Mein Name ist Raphael Rieck. Wir sind hier in Schwäbisch Gmünd im Krematorium und ich bin hier der Betriebsleiter. Bin für den gesamten Ablauf hier im Krematorium verantwortlich. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Bestatter. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Metier, bin eigentlich gelernter Zimmermann. Habe bei ihm dann, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, der hat mich immer so ein bisschen dazu gedrängt, habe bei ihm dann mal ausgeholfen. Und dann bin ich irgendwann mal hier im Krematorium gelandet und habe dann gemerkt, dass mir das eigentlich relativ viel Spaß macht. Ich finde den Beruf schon wertvoll, wenn wir hier alle, die hier arbeiten, die Verstorbene auf ihrem letzten Weg quasi begleiten. Ja. Der Ablauf ist bei uns hier so, der Bestatter bringt die Särge hier uns ins Krematorium. Wir nehmen die entgegen mit alle erforderlichen Papiere. So, und dann stehen die Särge dann hier im Kühlraum. Es gibt eine erste amtsärztliche Untersuchung, die macht ein Arzt. Dieser Totenschein, den der Arzt ausfüllt bei der ersten Untersuchung, der wird überprüft, ob das alles seine Richtigkeit hat. Dann wird der Verstorbene sich angeschaut, ob da irgendwelche Auffälligkeiten noch sind. Und wenn dann halt irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann wird der Verstorbene angehalten. Und dann kommt Kriminalpolizei ins Haus und die verfolge das dann weiter, was nicht richtig sein könnte. Am nächsten Tag, nach der Lecture, wurden die eingeäschert. Da kommen wir dann durch die Türe hier raus. Da sind wir dann im Ofenraum. Eine Einäscherung reden wir hier, so im Durchschnitt sind wir so bei einer Stunde 15 Minuten, bis die eigentliche Einäscherung abgeschlossen ist. Die Kleidung, die die Verstorbene anhaben, die behält der Verstorbene an. Der Schmuck wird üblicherweise vorher vom Bestatter weggemacht, wird die Angehörige übergeben. Wenn das der Wunsch ist von Angehörigen, dass der Schmuck dran bleibt, dann bleibt er dran. So, und das landet dann nachher in der Urne. Natürlich ist uns klar, dass überall ein Mensch drin liegt. Aber wenn der Sarg, da der Sarg halt zu ist, ist das eigentlich so manchmal ist so einfach ein bisschen weiter weg. Manchmal haben sie jüngere Menschen oder auch Kinder. Da denken sie natürlich schon gewaltig drüber nach, ja, klar. Aber dass wir hier jetzt jeden Tag mit einer Trauermine durchs Krematorium laufen, das ist jetzt sicherlich nicht so. Man darf bei der Einäscherung, die Angehörige darf ganz sicher dabei sein, wir empfehlen das. Die Erfahrung hier schon gemacht, dass jedem eigentlich gut tut, wenn er bei seinem Angehörigen bis zuletzt dabei ist. Also sie gehen hier aus dem Krematorium anders raus, wie sie reinkommen sind. Das ist bei allen, die das hier wahrnehmen, ist das definitiv so. Das, was man hier jetzt sieht, oben die Metallteile, das sind die Griffe vom Sarg. Das Weiße, das sind die übrig gebliebenen Gebeine. Der Schamottschein ist die Nummer, die der Verstorbene bei uns hier kriegt, dass es sichergestellt ist, dass nichts vertauscht wurde. Es werden jetzt aus dem Aschekasten die Metallteile aussortiert. So, jetzt kommt der Aschekasten in die Mühle und jetzt wird dann gemahlen. So, und die wird jetzt mit dem Verschlussdeckel verblombt. Jetzt kommt noch der Urnenkleber drauf. Da sehen wir die Nummer, die auf dem Stein drauf ist. Der Name und das Geburtsdatum, das Sterbedatum und das Datum von der Kremierung. Eine gute Vorbereitung auf den Tod ist eigentlich, würde ich sagen, dass man sein Leben so gut wie möglich lebt. Und dann ist das Vorbereitung auf den Tod genug.